Ich heiße Friedhelm Klopek. Hallo, ich bin Henry Selzer. Ich arbeite im öffentlichen Dienst und bin einer von drei Sprechern der Energiewende Saarland e.V. Ich bin der Sprecher des Regionalverbandes, des Bundesverbandes Windenergie hier an der Saar. Hallo und damit herzlich willkommen zur Wahlkabine. Unsere heutigen Gäste habt ihr am Anfang schon kennenlernen dürfen. Die zwei haben sich bis jetzt noch nicht gesehen und werden sich auch erst am Ende der Folge mit ihrem Namen der anderen Person vorstellen. Bis dahin ist es ihre Aufgabe, Zitate aus den Wahlprogrammen der diesjährigen Bundestagswahl zu bewerten und miteinander zu diskutieren. Lasst uns direkt anfangen und schauen, wo unsere Gäste die Meinung teilen oder verschiedene Ansichten sind. Der politisch-ideologisch forcierte und staatlich subventionierte Ausbau regenerativer Energien ist nicht nur ein ökonomisches Desaster, sondern belastet auch unsere Heimat, unser Lebensgefühl und unsere Natur in erheblichem Maße. Wir lehnen die undurchsichtigen Verfahren ab, die den Ausbau sogenannter erneuerbarer Energien über die Köpfe der Bürger hinweg ermöglichen. Bitte? Gut, wir waren bei der AfD. Ja. Also ich denke, indiskutabel. Das Problem, was ich mit der AfD habe, ist, dass sie da ist. Also die Aussagen sind einfach nur dumm und ich glaube nicht, dass man da überhaupt was zu sagen muss. Also so ein Quatsch. Ja? Also, da fehlen einem die Worte. So rein in der theoretisch-verbalen Auseinandersetzung ist das sicher richtig, kann ich voll unterschreiben. Allerdings erleben wir bei den konkreten Projekten vor Ort, dass das, was die hier sagen, sehr häufig uns entgegenkommt. Vor allen Dingen dann schnell übernommen wird, sozusagen als Stichwort, von denen, die die Dinger, die Projekte, seien es PV-Freiflächenanlagen, seien es Windparkprojekte, die aus dem Bauch raus ohne vernünftige Argumente ablehnen. Sie greifen dann zu solchen Formulierungen, also die oft in ihrer Maßlosigkeit nur noch erschreckend sind. Also belastet unsere Heimat, wie es hier steht, unser Lebensgefühl, unsere Natur. Das sind die Stichworte, die wir vor Ort immer wieder antreffen. Und die AfD liefert da, ähnlich wie diese Anti-Wind-Initiativen, Vernunftkraft, Gegenwind, wie sie alle heißen, liefert die Stichworte für diese aus dem Bauch kommende Ablehnung der Projekte. Und insofern ist es dann auch nochmal besonders gefährlich, was sie da zu sagen hat. Ne? Ja, gefährlich insofern, als dass, ich sag mal, sie polarisieren halt. Sie gucken, was möchte gehört werden und reden das. Aber ich meine, wenn man sich das anschaut, was in den letzten Jahren passiert ist, ich meine, wir hatten jetzt diese unglaubliche Katastrophe in Nordrhein-Westfalen, Ahrtal und was ist da alles. Es gab Schulz als Beispielstadt. Da muss man einfach sagen, das ist wirklich berührend und es zeigt, dass diese Katastrophe, ähnlich wie übrigens auch Corona, vor Sprücheklopfern einfach, die nehmen da keine Rücksicht drauf. Also das ist Quatsch. Also ich denke, dass das im Laufe der Zeit auch gelernt wird, dass Klimawandel und Energiewende einfach jo, was ist, was die Menschen im Grunde genommen brauchen und was vor allen Dingen Zukunft hat. Und ich glaube, das wird sich durchsetzen. Also da bin ich nicht so optimistisch. Vor der Flutkatastrophe, eine Woche davor, waren drei Bürgerversammlungen in drei Dörfern des Hochwalles zu einem sehr guten Projekt, wo die Abstände über 1000 Meter liegen, wo es eine beispielhafte Bürgerbeteiligung gibt, wo es eine Planung gibt und eine Argumentation, die vorbildlich ist. Es ist ein gemeinsames Projekt der VSE mit der Bürgerenergiegenossenschaft Hochwald. Mhm. Und es war eine Katastrophe, vor allen Dingen in einem Dorf. Das ging so weit, dass da 50 bis 100 aufgehetzte Menschen sahen, die ihre Vorgärten bedroht sahen,
die dem Ortsrat dann sogar unterstellten, die VSE habe ihm Geld angeboten. Dann kam die Flutkatastrophe und eine Woche später, vorgestern Abend, bildet sich dann eine Bürgerinitiative gegen dieses vorbildliche Projekt. Wenn es jetzt Projekte wären, die wirklich, sagen wir mal, zu nah an den Dörfern sind, wenn zu viel alter Wald fiele, wenn solche Dinge, die man ernsthaft diskutieren kann und in Frage stellen kann, wären. Aber bei diesem Projekt ist das alles nicht der Fall und trotzdem, die Leute lernen nichts dazu. Und es sind vor allen Dingen die Uninformierten einerseits und dann diejenigen, die glauben, was zu verlieren zu haben. Also das sieht man schön an dem Argument Immobilienwertminderung. Dieses Argument ist absolut falsch. Es ist vielfach nachgewiesen, dass das Gegenteil der Fall ist. Also jetzt nicht in dem Sinne, dass wenn Windräder gebaut werden, der Immobilienwert steigt, aber zumindest fällt er nicht, wenn Windräder gebaut werden. Und trotzdem kommt dieses Argument immer wieder. Und diese Irrationalität, die ist es eben auch, die wir hier bei der AfD antreffen. Insofern, ich bin da nicht so optimistisch. Du bist nicht optimistisch. Ich erlebe es einfach in der konkreten Arbeit. Man kann viel darüber sprechen, man kann viel Forderungen machen, aber ich leite eine Genossenschaft und gehe in die Häuser, bestreite die Bürgerversammlung, setze mich direkt mit den Leuten auseinander und erlebe ein vollkommenes Alleingelassenwerden von der etablierten Politik. Die Industrie ist weiter als die Regierung, ganz klar. Und es gelingt uns aber fast nicht, die Leute mitzunehmen, weil der entscheidende Punkt ist der, dass die Kommunalpolitiker der großen Parteien, die in den Ortsräten und Gemeinderäten entscheiden, ob eine Konzentrationszone ausgewiesen wird, ob sie einem Projekt zustimmen, ob sie den Bebauungsplan ändern, dass die von oben keinerlei Unterstützung bekommen, keinerlei Nudging, wie das heute heißt, also dass sie sozusagen gesagt bekommen, wenn die Frau Redinger wie heute in der Zeitung ankündigt, dass die Erneuerbaren ausgebaut werden müssen, dann soll sie das mal bitte den Fraktionen vor Ort sagen und soll sie überzeugen davon, dass sie zustimmen. Das ist alles nicht der Fall. Das ist alles Greenwashing. Und insofern bin ich da ein bisschen nüchterner in meiner Einschätzung. Naja, ich kann dem im Grunde genommen zustimmen. Sie widerspricht aber nicht dem, was ich gesagt habe. Also, ich glaube, dass die Leute lernen. Ja, ich glaube, man braucht einfach für alles etwas Zeit. Und es ist jetzt so, dass der Druck, der durch die Katastrophe kommen wird, einfach immer größer wird. Der Druck, der auch zur Einsicht bei vielen führen wird, der war die ganze Zeit in dem Ausmaß ja gar nicht da. Ich denke jetzt mal, vor 2 oder 3 Jahren hatten wir dieses Riesendrama in Kleinblittersdorf und Bübingen, was ja auch schon ziemlich schlimm war. Jetzt haben wir diese nächsten Sachen. Wir werden Hitzewellen haben. Wir haben in Griechenland die Waldbrände. Ich denke, das wird, oder auch Australien war ja auch ganz, ganz brutal. Es ist einfach noch alles zu weit weg, aber wir haben beispielsweise den Wald, der viel zu trocken ist, weil viel zu wenig Regen fällt. Und ich denke, dass dieser Druck, der in Summe durch diesen Klimawandel auf uns alle auch lastet, dass dieser Druck dazu führen wird, dass viele plötzlich auch Einsicht haben. Nicht? Also, ja, und es ist natürlich klar, die Politik muss natürlich immer, macht diesen schmalen Grat zwischen, ich muss ein bisschen populistisch sein, aber ich muss trotzdem irgendwie vernünftig sein. Und daraus ergeben sich natürlich in den verschiedenen Parteien die verschiedenen Meinungen, die dann irgendwann auch, glaube ich, durchsickern können. Die Energiewende wird nur dann erfolgreich sein, wenn sie sozial gerecht und durch die BürgersternchenInnen selbst gestaltet ist. Die Vormachtstellung von Großkonzernen in der Energieversorgung muss ein Ende haben. Die Energieversorgung wollen wir bürgernah und als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge organisieren. Energieversorgung muss dem Gemeinwohl dienen und der Profitgewinnung entzogen werden. Ungerechtfertigte Industrierabatte bei Ökosteuer, Netzentgelten, Emissionshandel und im Erneuerbare-Energien-Gesetz EEG müssen entfallen. Sie verhindern den notwendigen Strukturwandel. Die erneuerbaren Energien müssen so ausgebaut werden, dass auf Importe von fossil erzeugten Energien verzichtet werden kann. Da sehe ich zum Beispiel jetzt hier, ich habe die Linke, ich habe mich auch ein bisschen mit dem Programm beschäftigt. Da ist es einfach so, dass ich denke,
dass die noch relativ nah sind, aber ich, also was die Energiepolitik ist. Sie beziehen sich jetzt auf das zweite Zitat. Ja? Genau, Ausbau des öffentlichen Verkehrswesens und so weiter, halte ich für ganz, ganz wichtig, ist ganz substanziell. Und wenn man sich jetzt überlegt, holen wir mal dieses öffentliche Verkehrswesen oder holen wir auch ruhig mal das Flugzeug, dass wir hier mit Windenergie Energieformen erzeugen müssen, die wir im Augenblick noch zukaufen müssen, um die Energiewende überhaupt hinzukriegen, dann denke ich mir, ist das so eine zweite Geschichte, dass von Partei zu Partei so langsam auch eine andere Sicht auf die Dinge passieren wird. Ich glaube auch, dass das gar nicht mehr so lange sein wird. Ich denke, wir sind sehr nah dran, dass es da ein Kippen der Meinungen gibt. Dass dann zum Schluss immer noch ein paar laute Querdenker in Anführungszeichen laut brüllen und immer noch ganze Versammlungen auseinanderbringen können, das werden wir in der Demokratie erleiden oder erdulden oder ertragen müssen. Aber in Summe werden wir, glaube ich, bin ich hoffnungsfroh, auf den richtigen Weg kommen. Wir Freie Demokraten wollen erneuerbare Energien vollständig in den Wettbewerb überführen und die Förderung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz, EEG, beenden, gesetzlich vorgegebene Ausbaupfade für einzelne Technologien und staatlich garantierte Abnahmepreise, lehnen wir ab. Deutsche Stromkunden haben den Ausbau erneuerbarer Energien bereits mit über 200 Milliarden Euro gefördert. Sie stehen heute für rund die Hälfte der Stromerzeugung in Deutschland und können künftig mehr Systemverantwortung übernehmen. Ein steigender CO2-Preis wird fossile Energie weiter unattraktiv machen und dazu führen, dass der Zubau erneuerbarer Energien stärker nachfragegetrieben erfolgt. Auch die Eigenversorgung mit erneuerbarem Strom und die marktwirtschaftliche Nutzung von Strom aus Alternlagen, die aus der 20-jährigen EEG-Förderung fallen, wollen wir vereinfachen. So. Und was die FDP angeht, vielleicht auch noch gut, dann haben wir alle drei Sachen durch. Ich denke, das Problem bei der FDP ist einfach, dass sie zu sehr ein Klientel bedienen will, dass sich zur Not auch aus dieser Energiewende erstmal rauskaufen will. Nicht? Also wenn ich zum Beispiel hingehe und eine steigende CO2-Bepreisung weiter unattraktiv zu machen, naja gut, was will man denn tun? Wir müssen aus diesen fossilen Energien raus, das ist gar keine Frage, das ist eigentlich erstmal allgemeiner Konsens, aber wie will man das dann anders machen als so, wie wir es machen? Nicht? Und jetzt muss man einfach gucken, welche Parteien bietet vielleicht hier das beste Programm an. Das beste Programm bietet im Saarland leider die Partei an, die man nicht wählen kann. Das ist so. Nochmal, das beste Programm? Bietet die Partei an, die man leider im Saarland nicht wählen kann. Ah, okay. Naja, also ich hege sehr viel Sympathien für diese Partei, die man nicht wählen kann, aber man muss sagen, ich habe auch nochmal nachgeschaut bei den Linken, in manchen Punkten finde ich sie klarer, aber vielleicht ist das auch nur eine Art eine notwendige Rollenverteilung, die stattfinden muss, weil die zarte Hoffnung, dass es vielleicht zu grün, rosa, rot oder rot, grün, rosa oder was auch immer doch noch kommen könnte, ja gegeben ist und man sich dann auch sowohl unterscheiden als auch zusammenfinden muss. Also aus energiepolitischer Sicht oder auch aus Sicht der Energiewende hier sehe ich das einfach so, dass das eigentlich klar auf der Hand liegt. Einen Armin Laschet, der hat eigentlich bewiesen, dass man mit ihm nichts anfangen kann. Das ist einfach so. Mhm. Also er klebt immer noch an seinen Sachen. Der stellt sich in diese Katastrophengebiete mit Sätzen, die fürchterlich sind. Und die, da muss ich sagen, was die Sicht der Linken auf dieses spezielle Thema hier angeht, da sind die Grünen und die Linken sehr nah beieinander. Ja? Mhm. Da geht es eher darum, soll man jetzt die Bepreisung des CO2-Preises weitergeben oder wieder zurückgeben oder soll man es per Ordre du Mufti machen? Das sind aber Dinge, die können Parteien in demokratischen Prozessen regeln und letztendlich eine gute Lösung dafür finden, so denke ich das jedenfalls. Aber was FDP angeht, also ich sehe da, also ich hoffe es, also ich sage es jetzt einfach mal so, ich hoffe, die FDP wird nicht in die Regierungsbeteiligung kommen, weil ich ihr einfach in der Hinsicht nichts zutraue. Da steht nichts drin. Ich habe einfach die Befürchtung, dass sie eine Politik machen wird, die
darauf rausläuft, dass sich Konzerne aus dieser CO2-Bepreisung rauskaufen können und damit im Grunde genommen ja, das Pariser Abkommen so ein bisschen unterlaufen. Ich traue dieser Partei leider nichts zu. Also Grüne und Linke ja, AfD ist für mich indiskutabel. Vielleicht mal noch ein Satz zu den Linken und danach zur FDP. Also bei der Linken sehe ich ein Problem, so sehr dann Lorenz Köster-Beutin, heißt er glaube ich, der Sprecher, der energiepolitische Sprecher der Linken, in vielem überzeugt. Diese pauschale, wie soll ich sagen, Beurteilung der Großkonzerne, das ist eine ziemlich unrealistische Position. Fakt ist, dass die Energiewende von unten angestoßen wurde und im Grunde genommen die Pionierleistung von vielen Landwirten und Bürgerenergiegemeinschaften und auch ein paar Bürgerenergiegenossenschaften geleistet wurde. Aber aus der Natur des Kapitalismus heraus ist es, das haben wir selbst auch erlebt, so wo man dann hinkommt als Pionier oder Autodidakt, als Hase, da sitzt dann immer schon der Igel. Und der Igel heißt dann RWE oder ENBW oder wie auch immer, mit seinen regionalen Tochtergesellschaften, die seit 50, 100 Jahren überall sitzen, die in jedem Gemeinderat ihre Leute haben, die überall Mitarbeiter haben und die vor allen Dingen die bestehenden Strukturen verwalten. Und was wir erlebt haben, ist, dass im Dialog mit denen tatsächlich was in Gang gekommen ist, weil der Druck natürlich durch die Pioniere, also der konkrete errungene Marktanteil bei den erneuerbaren Energien, damals 20-25%, so groß war, dass sozusagen aus ihrem Kuchen was rausgeschnitten worden war. Also mussten sie sich ändern, mussten auf dieses Ding eingehen. Und da kommt dann ins Feld, dass sie was haben, was die Pioniere so nicht haben. Die Pioniere haben vielleicht das Know-how in der Realisierung, auch vor allen Dingen technisch. Enercon ist ja ein gutes Beispiel für die Entwicklung von einer Garagenfirma zu einem Weltmarktführer. Aber das große Kapital, das man braucht, das große Prozess-Know-how, das man braucht, um wirklich den Umbau der Energiewirtschaft hinzubekommen, das geht nicht ohne mittelgroße und große Firmen. Das ist meine Erfahrung. So dass es eher darum gehen müsste, nicht primär den Großkonzernen auf die Finger zu hauen, das im Einzelfall sicher auch, aber mehr dafür zu sorgen, dass die Kleinen, also das Kleingewerbe, die mittelständischen Firmen, die Genossenschaften und Bürgerenergie GmbHs vor Ort, dass die optimal gestärkt werden, damit sie einen gebührenden Anteil an dem Energiemarkt der Zukunft haben. Und da ist das Stichwort Dezentralität. Denn das Geschäftsmodell der Großkonzerne ist immer, war es immer, war bei Kohle so, war bei allen anderen Dingen so, zentraltechnologisch ausgerichtet. Also auf große, zentrale Einheiten. Sieht man ja am schönsten in diesen riesen Kohlekraftwerken. Ja? Und das Geschäftsmodell der neuen Player ist primär dezentral ausgerichtet. Und wenn wir das einfach so laufen lassen oder zum Beispiel mit den Mitteln der FDP, und da ist das entscheidende Stichwort hier in der viertletzten Zeile, Nachfrage getrieben. Wenn wir das nur Nachfrage getrieben über die CO2-Bepreisung laufen lassen, dann ist am Schluss ganz klar, was übrig bleibt. Dann bleiben nämlich nur neue Großstrukturen mit vielleicht veränderten Playern oder wahrscheinlich eher den gleichen Playern, die aber umbenannt sind mit futuristischen Namen. Und die Kleinen, die die eigentliche Entwicklung vorangebracht haben, die sie überhaupt erzwungen haben, die sind nicht mehr da, sind aufgekauft, denen ist das Ding ausgegangen. Das sieht man schön bei den jetzt stattfindenden Windausschreibungen. Die Ausschreibungen sind ja auch so ein solches ganz typisches FDP-Instrument. Aber sie sind nicht unbedingt von der FDP gemacht. Nein, aber es ist ein Instrument, was die FDP immer befürwortet hat. Natürlich. Ne, weil es sozusagen den Markt ins Spiel bringen soll. Und faktisch ist es dann so gekommen, dass die Kleinen, vor allen Dingen im Süden, überhaupt keine Chance mehr haben, Projekte
zu Preisen zu bieten, die, also Ausschreibungsgebote abzugeben, die eine Chance auf Realisierung haben. Und dass die Großen, die in ihren Riesenportfolios ganz andere Möglichkeiten haben, dass die alles absahen. Das wird dazu führen, dass alles sich im Norden ballt und dass es immer größere Einheiten im Norden sind, die sozusagen diese Erneuerbaren bauen. Und das, was eigentlich wichtig wäre, ist dezentral zu machen, die Bürger vor Ort zu beteiligen, vor allen Dingen die Stadtwerke vor Ort zu beteiligen, das wird dann nicht gelingen. Und das ist ein Problem, was vor allen Dingen FDP und CDU haben, wobei die SPD dort erschreckend naiv agiert und da eigentlich dem nichts entgegenzusetzen hat. Aber die SPD ist ja hier nicht in unserem Besprechungsrahmen drin heute. Ja, also ich sehe das genauso wie du. Ich denke einfach, dass es, schade, man sollte ja diskutieren, aber du hast recht, es ist so, dass wir hier versuchen müssen, mit kleinen und Kleinsteinheiten zu arbeiten, die in Summe zusammenzufassen, um stabile Systeme im Grunde genommen zu kriegen. Und das wird verhindert natürlich durch die Perspektive der großen RWE und so weiter, die das ja im Grunde genommen nicht wollen. Ne? Die wollen also eigentlich ihr Geld nehmen und wollen versuchen, Rendite damit zu machen. Und die Problematik ist einfach, dass diese Logik irgendwie, ich sag mal, den negativen Trend des Klimawandels, das heißt, es wird alles schlimmer, zukommt, während das andere, wir versuchen kleinste Einheiten, Solarzellen auf dem Dach, Zusammenfassung von vielen kleinen Einheiten zu sogenannten Blockchain, das ist etwas, was meiner Meinung nach zu einer stabilen Energiegewinnung kommt, wobei man immer schauen kann, in der kleinen Einheit, was nutze ich am besten, was kann ich am besten nutzen, das muss nicht unbedingt Windkraft sein. Stattdessen hat sich im Grunde genommen der kapitalistische Gedanke durchgesetzt, wir wollen Geld investieren, um mit einer neuen Idee noch mehr Geld zu machen. Das ist die Problematik bei der Geschichte, die verhindert, was ja außergewöhnlich eigentlich erstmal ist, die verhindert eigentlich etwas, was wir befeuern müssten. Insofern liegt meine Hoffnung eigentlich wirklich darauf, dass wir ja hoffentlich in der nächsten Regierung keine CDU drin haben, die wird da nicht, also was die sich im Augenblick für einen Anzug anzieht, der passt ja einfach nicht, der steht ihr nicht. Das ist wie wenn ein alter Sack anfängt, sich plötzlich wie ein junger Bub zu kleiden. Das macht keinen Sinn. Ja? Das glaubt man denen auch nicht. Also ich glaube denen das einfach definitiv nicht. Der Linken, da finde ich vieles richtig, was Energie angeht. Und ich glaube, dass der Weg vielschichtig ist. Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel, Ausbau der Windkraftanlagen, Ausbau der kleinsten Einheiten, um sie dann zusammenzufassen zu größeren Sachen, dass der produzierte Strom auch entsprechend verteilt werden kann und so weiter und so fort. Das ist ein langer Weg. Ich sehe aber auch das nicht so schwarz, dass wir das nicht erreichen können. Wir sind schon weit und ich meine, das ist etwas, was wir zum ersten Mal begehen. Da gibt es keine Erfahrungen. Und wenn man da eine Zeit lang in die falsche Richtung läuft, na, mein Gott, dann ist das so. Wichtig ist, dass wir jetzt, ich sag mal, wieder die Richtung dahingehend ändern, in die du gerade dargestellt hast. Also ich finde, das ist schon sehr, sehr wichtig. Ja, also dass wir bei der Energiegewinnung anders denken, dass wir bei den öffentlichen Verkehrsmitteln oder beim Verkehr anders denken und dass wir... Das ist überall so. Es ist in der Gesundheitspolitik so, es ist im öffentlichen Nahverkehr so, das ist überall das gleiche Muster, ne? Dass die kleinen öffentlich-rechtlichen Einheiten gestärkt werden müssen. Ja, genau. Ja? Das heißt aber nicht, dass man die Großkonzerne sozusagen zerschlagen muss, weil das ist mir einfach eine zu verkürzte Argumentation. Das klang eben so, die wollen nur Rendite machen. Wir wollen auch Rendite machen. Nur wenn wir Rendite machen, können wir Arbeitsplätze schaffen und nur wenn wir Rendite machen, können wir reinvestieren. Also das ist nicht das Problem. Das Problem ist die Politik in der Lage und willens, einen Ordnungsrahmen für diese wirtschaftlichen Dinge zu gestalten, der eben diese dezentrale Richtung und die breitere Verteilung bevorzugt vor der weiteren Monopolbildung.
Ne? Das ist der Entscheidende und das ist die eigentliche Aufgabe der Politik, aus der ich sicher am ehesten, bei der ich dann sicher am ehesten die Hoffnung habe, dass aus den Überlappungen der Programme von SPD, Linken und Grünen was Vernünftiges rauskommen kann in diesem Sinn. Wenn man nur, wie es hier steht, bei der FDP auf Nachfrage getriebene Effekte hofft oder die, wie die AfD alles verleugnet oder wie die CDU sonntags den Klimawandel bedauert und den Ausbau der Erneuerbaren fordert und den montags verhindert, dann kommt man da nicht voran. Ja, also diese regulierende politische Kraft muss da sein und ich denke, dann haben wir vielleicht die Chance, das zu schaffen. Ja, wobei das scheint mir im Moment die große Frage, jetzt so 4-6 Wochen vor der Wahl, haben wir eine Stimmung, wie du ja gemeint hast, zum Beispiel, dass durch die Flutkatastrophen so eine Art Aufwacheffekt da ist, haben wir eine Stimmung, die wirklich versteht, wie wichtig diese Wahl ist und dass es hier um große Weichenstellungen geht. Oder wählen die Leute, was nicht unwahrscheinlich ist, wieder das nach dem Motto, das Hemd ist mir näher als die Hose. Wir sitzen hier relativ luxuriös wie die Made im Speck in diesem in dieser Wohlstandsgesellschaft. Wir sind noch nicht mal in der Lage, die übrig gebliebenen Vakzine weiterzugeben in die dritte Welt. Hm. Ja, was das Minimum wäre, wenn man schon nicht die Patente sich aufzuheben droht. Und das ist die Frage, ist die Wachheit oder wie das heute heißt, sind die Leute woke genug bei dieser Wahl, um wirklich zu verstehen, dass es hier um wichtige Bereichsentstellungen geht. Denn wir verlieren mit jeder nicht ergriffenen Maßnahme, werden wir später mehr drauflegen müssen und wir verlieren kostbarste Zeit für innovative Veränderungen und wir beschleunigen im Grunde genommen, dass die Extremwetterphänomene uns noch schneller erreichen. Also ich habe gestern Abend im Auslandsjournal den Bericht über die brennenden Taiga in Jakutien gesehen. Das ist noch schlimmer als das, was da am Mittelmeer stattfindet, weil die Taiga ja nun wirklich ein CO2-Speicher sondergleichen ist. Und das sieht man halt, das läuft dann so vor einem ab. Und ich glaube, die Leute würden dann eher abschalten und denken, naja, bis in meinen Vorgarten kommt es nicht. Und ich klinge da jetzt vielleicht ein bisschen pessimistisch, aber ich möchte nur, dass wir genügend Realismus haben, um am Abend der Wahl entweder die Kraft zu haben, zu sagen, so, jetzt geht's aber los mit dem Neuen, oder aber nicht allzu enttäuscht zu sein, wenn der doch noch nicht so mündige Bürger wieder das kleinere Übel gewählt hat. Ich glaube an das Erste. Warum? Weil wir haben zum Beispiel diese Geschichte, diese Bewegung Friday for Futures, die doch relativ viel mittlerweile schon in Bewegung gesetzt hat, auch bei den Älteren, bei denen die. Wir hören, glaube ich, immer nur die laut brüllen und nie die wählen gehen. Also ich bin da eigentlich eher optimistisch, dass es klappen wird, weil ich glaube, die Leute mittlerweile wirklich auch begriffen haben, hey, so kann das nicht weitergehen. Und natürlich haben die Angst und natürlich hat die Politik gepennt. Warum? Weil man natürlich diesen Wandel begleiten muss, auch mit der Tatsache, hier geht es ja nicht darum, dass jemand, sagt, oh, jetzt kann ich keinen SUV mehr fahren, SUV sollten verboten werden, sondern es geht darum, dass die Arbeit haben, nach Möglichkeit, dass man denen versucht klarzumachen, du brauchst keine Angst zu haben, du kannst das, was du jetzt hast an Geld, auch weiter bekommen. Und wir sorgen dafür, dass es irgendwie weitergeht. Und hier wurde gepennt, natürlich politisch, und zwar auf breiter Ebene, aber nochmal, der Druck, der ausgeübt wird, wird dazu führen, dass hier relativ schnell politisch gehandelt wird. Ich meine, wir haben da irgendwie gelesen, wo habe ich das gelesen? 200 Milliarden, was war das nicht, die FDP irgendwie hier? 200 Milliarden Euro. Ja. 30 Milliarden Euro werden jetzt für eine Aktion zur Verfügung gestellt, die durch diesen Klimawandel einmal jetzt passiert ist. Das wird öfter passieren. Die 200 Milliarden haben wir ganz schnell erreicht in den nächsten 2 Jahren. Da bin ich mir ganz sicher. Ja? Und ich glaube, das werden die Leute einfach begreifen. Also mit solchen Sprüchen kommst du da nicht weiter. Okay, dein Wort in Gottes Ohr. Ha, wetten wir. Das war's, oder? Ja.
Jetzt dürfte er aufstehen, aber ich kann sein. Ja, wer ist das? Das ist Henry, oder? Ja. Henry Seltzer. Ich hab's genau.